Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based Podcast. In dieser Folge möchten wir uns mit dem Thema Förderung von Games beschäftigen, spezifisch im Land Baden-Württemberg. Das Thema ist so ein bisschen eine Ergänzung zur Folge, die wir letztes Jahr mit Katrin Radke gemacht hatten. Sie ist ja eine Spieleentwicklerin und hat erzählt, wie es ist, auf Förderung angewiesen zu sein, was man da für Durchläufe bzw. Prozesse durchlaufen muss, damit man an das Geld rankommt. Und jetzt möchten wir uns mit Yannick Wiesner unterhalten. Er arbeitet für die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und ist der Projektmanager der Gameförderung. Hallo Yannick. Hallo. Möchtest du vielleicht erstmal erzählen, was du so alles in deinem Job machst? Genau. Mein Job ist relativ doch weitgreifend, könnte man sagen. Ich befasse mich zum einen natürlich mit der Antragstellung, also mit allem, was damit zu tun hat, mit der Betreuung der Antragsteller, mit der Durcharbeitung bzw. Durchgehen der Anträge. Aber ich bin als Projektmanager natürlich auch noch dafür verantwortlich, die verschiedenen anderen Programme, die wir bei der MFG anbieten, die sich mit dem Thema Games beschäftigen, die so ein bisschen zu betreuen. Also da haben wir wirklich eine ganze Bandbreite. Wir sind verantwortlich für mehrere Games Hubs. Wir veranstalten den Developer Boost. Wir bieten alle viermal im Jahr die Open Stage veranstalten wir, also so ein Networking-Event. Wir sind auch auf der Gamescom aktiv. Da haben wir unter anderem dann auch Publisher-Pitches und ja, genau, also da ist wirklich doch sehr, sehr viel und dem auch sehr viel Kontakt einfach mit der Branche. Und jetzt eine ganz wichtige Frage, die ich auch immer gestellt werde: Spielst du denn auch privat? Weil es gibt sehr viele Leute anscheinend, die in der Gaming-Branche tätig sind, aber selber nicht spielen. Deswegen stelle ich dir jetzt auch mal die Frage. Das stimmt, das habe ich auch schon gehört, aber ich für meinen Teil, ich liebe Games und ich spiele auch in meiner Freizeit sehr gern. Ich habe auch einen Hintergrund als Entwickler. Ah ja, das ist ja sehr hilfreich dann auch in deinem Job jetzt, dass du die weißt, wie anstrengend das sein kann, die Spiele zu entwickeln und da an Geld heranzukommen, oder? Genau. Also davor war ich 4 Jahre lang in einem Startup und unter anderem haben wir da auch sehr, sehr viele Anträge eingereicht. Also nicht nur bei GamesBW, sondern wir waren dann auch beim Deutschen Bund. Und natürlich auch noch, dann gibt es noch andere Förderungen. Also wir waren damals in der im Healthcare-Sektor unterwegs, also so Exa Games, Serious Games. Und da haben wir uns dann auch nur für zusätzliche Förderung qualifiziert, die jetzt nicht ausschließlich für Games sind. Und genau, da habe ich quasi auch sehr viele Erfahrungen gesammelt, wie es ist, Anträge zu stellen. Und jetzt lustigerweise bin ich dann auf der anderen Seite und bearbeite jetzt die Anträge von anderen. Jetzt darfst du sie genehmigen oder auch ablehnen. Genau, da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ja, genau. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Punkte angesprochen, auf die wir gleich auch näher eingehen werden. Zum Beispiel den Developer Boost. Und den Games Hub, genau, auf der Gamescom werden wir uns dann wahrscheinlich im August auch sehen, weil ich da ja mit dem Podcast dann auch wieder unterwegs sein werde, um ein paar Leute zu interviewen. Ich würde aber jetzt gerne erstmal mit der Gamesförderung an sich beginnen. Und zwar habe ich jetzt bei euch auf der Seite gesehen, dass man insgesamt bis zu 500.000 Euro Förderung für ein Game bekommen kann. Wie groß ist denn das Gesamtbudget, was euch da im Jahr oder im Quartal oder wie auch immer das geordnet ist, zur Verfügung steht? Also dieses Jahr hatten wir ein Gesamtvolumen von 1,1 Millionen Euro. Das ist jetzt inzwischen runter auf 800.000, also so circa. Also es ist noch ordentlich was da. Genau, aber wie man schon sieht, zwei Spiele mit 500.000 Euro sind jetzt schon zum Beispiel nicht mehr möglich. Aber oft sind es eben auch sehr viele Anträge auf Konzeptionsförderung beispielsweise und die sind dann nur bis 20.000 Euro und von da kriegen wir dann relativ viele dann reingepackt in unser Förderbudget. Und wie entscheidet ihr denn, wer wie viel Geld bekommt? Also natürlich abhängig davon, ob jemand jetzt in Anführungszeichen nur ein Konzept machen will und dafür das Geld braucht oder jetzt schon wirklich in die Programmierung gehen möchte. Welche Kriterien gibt es da, wer wie viel Geld bekommt? Genau, also ist es relativ simpel, der Antragsteller entscheidet, wie viel Geld er denn benötigt. Und das ist halt abhängig, je nachdem, welche Förderphase er quasi
bedienen möchte. Also Konzeptionsförderung ist nur bis zu 20.000 Euro. Also da könnte er auch nicht sagen, er will irgendwie 60 oder mehr. Und bei der Prototypenförderung kann es sogar bis 120.000 Euro hochgehen. Und bei der Produktionsförderung, da kommen dann eben diese 500.000 Euro ins Spiel. Genau, also der Antragsteller entscheidet und wir haben dann am Ende dann bei der Jury müssen wir eben entscheiden, gerade eben wenn sehr viele Games da sind, die halt sehr viel Geld wollen, welche von den oder welches von den Spielen wird dann am Ende gefördert. Und gibt es dann da Deadlines? Weil wenn ihr euch jetzt zum Beispiel entscheidet, okay, wir fördern jetzt zwei Spiele in der Produktion und die kriegen beide 500.000, dann sind jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, in diesem Jahr nur noch 200.000 Euro übrig. Heißt, da kann man ja den anderen gar nicht mehr so viel geben. Gibt es dann eine Deadline? Bis dann und dann sollen sich die Leute bewerben und dann guckt ihr, wie ihr das verteilt oder wie läuft das ab? Genau, also wir haben bei der Konzeptionsförderung, also alle Anträge bis zu 20.000 Euro, also es könnte auch ein Prototyp sein, die kann man auch bis zu 20.000 Euro machen, genauso bei Produktion. Alles, was bis 20.000 Euro geht, kann rund ums Jahr eingereicht werden und wird dann relativ schnell von uns entschieden, also so 2 bis 3 Monate kann man damit eine Antwort rechnen und das wird dann in der sogenannten Kleinjury entschieden. Und alles, was über diese 20.000 Euro geht, da gibt es dann zweimal im Jahr eine Einreichfrist, weil diese Projekte, die ja so größer sind, in Anführungszeichen, die werden auch von einer großen Jury entschieden, wo dann auch noch Vertreter vom SWR und von der Branche mit dabei sind, also Experten. Und genau. Willst du ein bisschen mehr dazu erzählen, wer da noch in der Jury sitzt? Also Experten vom SWR, also auch jetzt zum Beispiel in der kleinen und in der großen Jury. Was für Fachwissen ist denn da nötig, dass man solche Entscheidungen treffen kann? Genau, also die Jury-Sitzung, bei denen bin ich zum Beispiel auch ich anwesend, also jemand aus dem Team, der sich mit dem Antrag von Anfang bis zum Ende mit befasst hat. Wir geben da auch unseren Input als Förderbeauftragter oder als Projektmanager in diesem Fall. Wir tun aber auch immer Gutachten anfordern zu den einzelnen Projekten. Diese Gutachten liegen dann quasi in diesem Jury-Meeting auch vor. Das heißt, selbst wenn bei dieser Jury-Sitzung der Gutachter nicht anwesend ist, hat er trotzdem, gibt er seinen Input. Am Ende treffen dann natürlich die 5 Jurymitglieder die Entscheidung und da sitzen dann unter anderem unser Geschäftsführer, der Karl Bergengrün, aber dann auch verschiedenste, wie schon gesagt, ich habe die Namen jetzt nicht alle auswendig im Kopf, aber die unterschiedlichen Vertreter von SWR oder auch eben aus der Branche, die wir spezifisch dafür dann angefragt haben. Und da geht es eben, wie du schon denkst, SWR, da sind auch Leute dabei, die sich vielleicht jetzt eher mehr mit Film oder generell mit Kulturförderprogrammen auskennen. Aber wir haben auch da wirklich Experten sitzen, wenn es um Games geht. Genau. Also eine bunte Mischung, könnte man sagen. Wie relevant ist es denn, also einfach weil ich das jetzt gerade höre, dass das Spiel kulturell wertvoll ist, sage ich jetzt mal. Weil wenn da jetzt jemand von der Filmbranche da ist und gerade nach dem Aspekt guckt, sind das dann vielleicht Spiele, die eher gefördert sind, wenn sie deren Erachtens nach kulturell wertvoller sind, als jetzt ein Spiel, wo es einfach nur um Entertainment geht? Das ist eine sehr gute Frage, aber auch vermutlich die schwierigste Frage, die du stellen kannst, weil das ist natürlich von mehreren Kriterien abhängig. Zum einen hat jedes Jurymitglied natürlich so seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, wieso oder worauf er Wert legt bei einer Förderung. Also es wäre gut möglich, dass ein Jurymitglied den Fokus eher auf das Kulturelle setzt, ein anderer vielleicht eben mehr auf die technische Innovation. Und das ist auch das, was beim Antrag auch abgefragt wird. Also da muss man relativ paar Anlagen ausfüllen und in denen versuchen wir dann quasi so zu ergründen, wo liegt denn das Spiel. Also wir haben auch den Kulturtest, der ist für uns ganz wichtig, in dem wird zum Beispiel abgefragt, wo diese Fördermittel ausgegeben werden. Also bei uns ist es Pflicht, dass du deinen Unternehmenssitz in Baden-Württemberg hast und hier dann auch, das ist dieser sogenannte BW-Effekt, den wird man auf unserer Webseite häufiger lesen, dass das Geld eben auch in Baden-Württemberg dann ausgegeben wird, weil das Ziel der Förderung ist natürlich, die Branche vor Ort zu stärken. Genau, aber das ist so ein Aspekt. Dann kommt natürlich auch noch der, wie gesagt, der kulturelle Aspekt mit dazu. Hier haben wir auch so in diesem Kulturtest zum Beispiel, das Spiel muss mindestens in deutscher Sprache erscheinen.
so ein Punkt, den man ankreuzen kann. Also ist es quasi so ein, ich nenne es mal einfach Baukasten, wo man verschiedene Häkchen setzen kann, wenn das Spiel das dann erfüllen wird. Und da muss man halt auf so eine gewisse Mindestanforderung kommen. Aber da sind auch so Sachen dabei, wie dass die Story des Spiels oder Charaktere aus Deutschland, aus der deutschen Kulturgeschichte sind oder aus der europäischen Kulturgeschichte oder das Spiel in Deutschland oder in Europa spielt. Solche Sachen, aber dann eben auch kreative Aspekte. Gibt es irgendwelche Innovationen beim Gameplay, beim Storytelling oder werden neue Technologien verwendet? Motion Capture oder Augmented Reality, solche Sachen. Also waren jetzt nur ein paar Beispiele. Und also um auf die Ursprungsfrage zurückzugehen, deswegen ist sie, glaube ich, so schwer zu beantworten. Das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Also es gibt nichts, wo ich jetzt sagen könnte, oh, darauf legt die Jury jetzt besonders viel Wert drauf oder darauf. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die müssen stimmen, wie zum Beispiel Firmensitz in Baden-Württemberg oder dass ein Großteil des Geldes eben in Baden-Württemberg ausgegeben wird. Aber alles andere ist dann wirklich von Fall zu Fall abhängig. Und wie ist das denn? Du hast ja jetzt gemeint, genau, das Geld soll in Baden-Württemberg ausgegeben werden. Ich habe jetzt Medienwirtschaft studiert und so ein bisschen den Background auch zu jetzt den verschiedensten Medienprodukten. Und gerade auch im Film weiß ich, dass es auch relativ schwierig ist, jetzt zu sagen, ich gebe jetzt für, wenn ich etwas auslagere von der Produktion, lagere ich das nur in Baden-Württemberg aus, weil gerade in der Medienbranche die Grenzen, die es halt von Bundesländern oder auch Ländern gibt, einfach nicht so relevant sind. Wie genau ist das denn dann, wie kann man sich das vorstellen, dass das Geld für jetzt die Produktion eines Games dann in Baden-Württemberg ausgegeben werden soll? Welche Komponenten, von was reden wir da? Genau, also wir reden hier schlussendlich von dem sogenannten BW-Effekt. Wie gesagt, ich verweise die ganze Zeit auf unsere Webseite, da ist das wirklich sehr schön auch mit Schaubildern alles dargestellt. Zum Beispiel bei der Konzeptionsförderung haben wir einen BW-Effekt von 100%. Das bedeutet, diese 20.000 Euro, die wir beisteuern würden als MFG, die müssen auch wirklich meistens in 90% der Fällen für Löhne in Baden-Württemberg dann auch ausgegeben werden. Also Aber Leute, die in die Baden-Württemberg einen Arbeitsvertrag haben. Ja, genau. Okay. Aber das, wie gesagt, wir haben eine Mitfinanzierungsquote jetzt ich bleibe jetzt einfach mal beim Konzept von 80%. Was bedeutet, so der einfachste Antrag für Konzeptförderung wäre 25.000 Euro Gesamtherstellungskosten und davon würde die MFG 80% beisteuern. Das wären dann diese 20.000. Also man hätte in diesem Fall auch noch 5.000 Euro, die man anderweitigst ausgeben könnte, zum Beispiel auch zum Kauf für Lizenzen oder Software. Genau. Und du hast ja jetzt erzählt, in deinem Job davor hast du selber auch viele Anträge gestellt. Ja. Und wir wissen ja alle, wie anstrengend das manchmal sein kann, Anträge auszufüllen und auf Sachen zu warten. Kannst du mir erzählen, wie ist das denn so bei der MFG mit dem ganzen Prozedere? Wie lange dauert das, da an eine Förderung zu kommen? Und wie anstrengend ist das denn für einen, wenn man die da beantragt? Genau, ich würde da vielleicht einfach so kurz mal den Prozess durchgehen. Ich glaube, das veranschaulicht das dann ganz gut. Also wenn man interessiert ist, wie gesagt, auf unserer Webseite schauen. Wir haben da schönes FAQ. Man kann sich auch die kompletten Förderunterlagen schon im Voraus anschauen. Das empfehlen wir auch immer. Dann kann man sich da schon mal so ein paar Fragen rausschreiben, wo vielleicht Sachen unklar sind. Und dann ist der nächste Step, sich einfach bei mir zu melden. Wir vereinbaren dann ein Beratungsgespräch. Dieses Beratungsgespräch ist verpflichtend. Da frage ich einfach so ein paar Sachen, wie es mit dem Projekt aussieht, was ihr euch da vorgestellt habt, ob diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen einfach schon mal gegeben sind, damit der Antragsteller dann eben auch förderfähig ist, dass es da keine Probleme gibt. Und wenn dann quasi da das Go da ist, dann kann man nach 2 Wochen nach diesem Gespräch dann offiziell den Antrag einreichen. Und der wird dann von uns bearbeitet. Das kann 8 Wochen dauern, aber je nach Auftragsmenge kann es auch natürlich ein bisschen länger sein. Wir versuchen uns aber immer an diese 8 Wochen, also 2 Monate, zu halten. Und dann kommt es bei uns quasi in die kleine oder je nachdem die große Jury, wo es dann eben entschieden wird. Und wenn die Entscheidung da ist, melden wir uns eigentlich noch am selben oder am darauffolgenden Tag und sagen dann eben, hey, hat geklappt oder hat leider nicht geklappt. Genau. Was hier vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass man, sobald man den Antrag eingereicht hat, auch mit der Arbeit beginnen kann. Dann ist noch kein Geld da von uns. Das kommt dann erst
zu einem späteren Zeitpunkt, aber rein theoretisch könnte man dann schon mal anfangen, wenn es einem gerade unter den Fingern brennt. Es ist ja schon mal mega cool, dass es diese Art von Förderung gibt. Vor allem, wenn man es dann schafft, 500.000 Euro zu bekommen. Ich meine, 500.000 Euro, das ist mega viel Geld. Wenn man sich jetzt anguckt, wie viel ein Spiel so im Durchschnitt kosten kann, ich habe mir mal eine Studie angeguckt von M2 Research und da heißt es, ich rede jetzt nicht von einem AAA-Titel, sondern so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normales Spiel kann bis zu 12,42 Millionen Euro kosten. Bei AAA-Titeln geht das natürlich noch viel weiter hoch. Wie ist das denn bei euch? Sind das dann oft Spiele, die ich mehr in die Richtung Indie-Games gehen und dann auch nicht so viel kosten in der Produktion? Oder seid ihr ein Teil von der Förderung und die besorgen sich ihr Geld noch irgendwo anders? Das ist wirklich auch hier von Fall zu Fall wirklich unterschiedlich. Manche Entwicklerstudios holen sich da noch externe Leute dazu. Viele suchen auch immer ganz händeringend nach Publishern. Das erleben wir auch sehr oft. Und ja, also das kann ich gar nicht so pauschalisieren. Also das ist wirklich von allem was dabei. Du hast natürlich vollkommen recht. 1,1 Millionen ist, wenn man es jetzt mit dem AAA-Spiel Produktionskosten vergleicht, bei weitem nicht ausreichend. Vor allem, weil wir auch nur bis 500.000 Euro fördern würden. Aber es hilft auf jeden Fall schon mal. Genau. Und was die nächsten Jahre dann so bringt, vielleicht hier das auch ein ganz interessanter Aspekt bezüglich der Förderung. Wenn sich jetzt einer von deinen Zuschauern schon die Frage gestellt hat, was passiert denn, wenn mein Game, ich sag jetzt mal, floppen sollte und kein Geld einspielt, bleibe ich dann auf den Kosten sitzen? So, das ist ja auch eine Frage, die sich gerade viele kleine Studios stellen. Ja, Da und kann ich Leute, ein die ja zum bisschen, ersten Mal gründen, ja klar. genau, und da kann ich ein bisschen beruhigen. Also zum Beispiel bei der Konzeptionsförderung, da handelt es sich um Zuschuss, also da muss kein Geld zurückgezahlt werden. Und bei Prototypen und Produktionsförderung handelt es sich um Darlehen, aber das ist ein zinsloses und erfolgsbedingt zurückzahlbares Darlehen. Das bedeutet, wenn das Produkt fertig entwickelt ist, dann sind quasi 3 Jahre Zeit und in denen wird alles Geld, was eingespielt wird, ich glaube bis zu 50% davon, wird quasi dann genutzt, um zurückzuzahlen. Aber wenn es aus welchen Gründen auch immer das Produkt dann doch nicht erfolgreich sein sollte oder nicht so viel Geld einspielt, dann verfällt eben nach 3 Jahren dann auch dieses Darlehen und dann müsste man nichts zurückzahlen. Ah ja, das ist ja ein super Deal, wenn man das hinbekommt. Also das kriegt man ja nirgendwo anders sowas. Ja, es ist ganz nett und wie gesagt, auch weil wir haben es halt auch sehr oft wirklich mit kleinen Studios zu tun. Und für die ist es natürlich unglaublich wichtig, weil die haben es ja eh schon sehr schwer in den meisten Fällen, dann Geld ranzukommen. Und genau. Also wir versuchen, also wenn man es am Ende runterbricht, es ist natürlich ein bürokratischer Prozess. Also gerade wenn man sich das erste Mal anschaut, es sind sehr viele Antragsunterlagen, sehr viel, was man einreichen muss, ausfüllen muss. Aber es lohnt sich, würde ich, also so aus meiner Sicht kann ich sagen, es lohnt sich, weil gerade eben, wenn man finanzierungstechnisch noch nicht so stark ist, dann erhält man hier wirklich gerade so am Anfang, wenn man jetzt gerade erst frisch gegründet hat, die Unterstützung, die man braucht. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe am Anfang, auch einfach, weil man dann bei euch einen Ansprechpartner für Orientierung hat. Kannst du mir sagen, wie das im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist? Ich meine, dass Baden-Württemberg relativ gut aufgestellt ist, was Games-Förderung angeht, aber ich denke, du hast da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Einblick darin, wie das im Vergleich zu den anderen Ländern ist. Vielleicht an der Stelle, ich glaube, ich habe es am Anfang nicht erwähnt. Ich bin erst seit Anfang des Monats bei der MFG tätig. Das heißt, ich habe noch nicht so den Überblick über alles, unter anderem, wie es mit den anderen Förderungen der anderen Länder aussieht. Ich weiß, dass wir so in den Top 5 drin sind, was zumindest den Fördertopf angeht. Aber jetzt gerade so, was die Antragstellung angeht, die läuft in jedem Bundesland natürlich so ein bisschen anders ab. Aber da kann ich jetzt nicht wirklich Aussagen treffen, ob es bei uns irgendwie extraordinär schwieriger ist oder vielleicht sogar leichter. Das weiß ich nicht. Okay, aber immerhin, das mit dem Fördertopf ist ja auch schon mal eine gute Sache. Genau, ja, das ist auf jeden Fall ein Ja. bisschen was da. Ja. Genau, und dann hast du ja am Anfang noch von den anderen Projekten, die du mitbetreust, geredet. Genau, es gibt ja das Coaching-Programm für Gründer aus der Games-Branche, den Developer Boost. Möchtest du ein bisschen erläutern, worum es da geht? Genau,
beim Developer Boost, da unterstützen wir junge Teams, die bereits gegründet haben, einfach indem wir noch versuchen, den, ich sag mal, mehr Geschäftsgrundlagen so ein bisschen zu vermitteln, damit sie wirklich Fuß fassen können. Und da arbeiten wir in diesem Jahr mit Dirk Metzger zusammen, der uns da unterstützt und dann die Teams betreut. Der holt dann auch immer Experten ran, dann gibt es Vorträge und genau, da ist quasi einfach der Rahmen, um dann individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Teams einzugehen und da ein paar, ja, Tipps zu geben, die weiterzubilden. Und genau, also mehr gibt es auch eigentlich nichts dazu zu sagen. Ist einfach eine tolle Sache. Für nächstes Jahr gibt es dann vermutlich hoffentlich die nächste Runde vom Developer Boost und da kann man sich dann eben bei uns dafür bewerben. Du hast ja gerade gemeint, zum Beispiel Geschäftsgrundlagen vermitteln. Ich erinnere mich gerade dran, als ich noch an der Hochschule der Medien studiert hatte und da in dem Startup Center war, da gab es auch Leute, die haben eine App entwickelt. Das waren aber alles welche, die hatten Medieninformatik studiert und nicht zum Beispiel wie ich Medienwirtschaft, heißt, denen haben die ganzen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse für ein Unternehmen gefehlt. Ist das dann sowas, was man sich bei euch aneignen kann im Developer Boost? Genau, ja, sowas. Ja. Aber genauso, dass wirklich alles dabei ist. Da geht es dann auch um Publishing, wie man eventuell sogar einen Publisher für sich begeistern kann. Pitch-Trainings sind dabei. Projektplan erstellen, SWOT-Analysen. Man kann so ein bisschen die Defizite, die in der Gruppe, in dem Team, das jetzt ein Spiel machen möchte, einfach ausgleichen, indem man sozusagen sich in den Bereichen weiterbildet, die fehlen. Genau, ja. Okay, cool. Ja, das ist auf jeden Fall auch besser, als es sich dann irgendwie selber aneignen zu müssen über Google. Ja. Genau, und wie gesagt, es ist einfach toll, dann auch Experten zu haben, die einem dann als Ansprechpartner dienen. Und wir unterstützen die Teams auch mit 1.000 Euro. Das können sie dann zum Beispiel ausgeben für Reisekosten, wenn wir Events vor Ort zum Beispiel anbieten, dass da keine Zusatzkosten eben für die Teams anfallen. Und dann hast du ja noch als Projekt erwähnt die Open Stage Games BW, dann bei der Gamescom, richtig? Das sind zwei verschiedene Sachen. Also bei der Gamescom haben wir die Publisher-Pitches. Also wir sind da natürlich mit The Land als Stand dann auch vertreten, wo wir unter anderem die Projekte, die wir fördern, die sind dann auch vor Ort oder viele davon zumindest. Und eben bei der Gamescom bieten wir dann ausgewählten Teams, die sich dafür auch nochmal extra bewerben, die Möglichkeit, bei den Publisher-Pitches mitzumachen. Da haben die Teams einfach die Möglichkeit, ihre Spielidee vor einem, ich sag jetzt einfach mal, Gremium von Publishern, die wir rangezogen haben, nochmal zu präsentieren, sich gut zu verkaufen und dann hoffentlich auch da mit den Publishern ins Gespräch zu kommen. Und das andere, was du erwähnt hattest, das war genau die Open Stage. Das ist, ich nenne es jetzt einfach mal eine Networking-Veranstaltung, die wir viermal im Jahr veranstalten. Die ist manchmal digital, manchmal vor Ort, wechselt so immer zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Genau, und das ist einfach, am Anfang informieren wir ein bisschen, was läuft bei der MFG gerade, was ist bei uns neu, hat sich was bei der Förderung getan. Manchmal haben wir auch einen Gastredner, der dann 20 Minuten kurz was zu einem interessanten Thema sagt, aber am Ende geht es dann in diesen Open-Stage-Bereich, sage ich einfach mal, wo sich dann kleine Grüppchen bilden und wir den Leuten eben die Möglichkeit bieten oder Leuten aus der Szene die Möglichkeit bieten, sich untereinander so ein bisschen zu connecten, Ideen auszutauschen, sich zu beraten. Genau. Ja, was mega wichtig ist, wenn man gerade Fuß fassen will in der Branche und eben noch niemanden kennt. Diese Networking-Events sind ja für alle Kulturschaffenden extrem wichtig. Genau, da ist aber auch wirklich immer eine sehr, sehr bunte Mischung dabei. Also jetzt nicht nur, man denkt jetzt irgendwie, da kommen vielleicht nur die Teams, die bei uns eh schon einen Antrag eingereicht haben. Aber nee, da sind wirklich die unterschiedlichsten Leute dabei. Podcaster sind unter anderem auch manchmal dabei, machen ein bisschen Werbung für sich. Vielleicht sollte ich dann auch mal vorbeikommen. Vielleicht, ja, du bist herzlich eingeladen. Ja, danke. Genau, aber auch Studis, die irgendwie planen zu gründen oder Studis, die gerade so im Gründungsprozess drin sind, aber auch eben wirklich Studios, die schon ein paar Spiele rausgehauen haben. Ja, das ist wirklich von allen aus der Branche was dabei. Eigentlich alles, was man braucht an Unterstützung, um anfangen zu können mit dem Spiel, beziehungsweise auch im weitergehenden Prozess sich Informationen einzuholen. Ja, vielen Dank für diesen Überblick von deiner Arbeit. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe zur MFG oder zu deinen Projekten, das du gerne noch den Zuschauern mitgeben wollen würdest?
Ich habe es so zwischendurch so ein bisschen durchklingen lassen, aber unter anderem der Grund, warum ich heute auch hier bin, ist so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, natürlich. Nächsten Monat, 26. Juli, ist die Einreichfrist für diese große Förderphase oder für den großen Fördertopf, nenne ich es jetzt einfach mal, wo die Projekte über 20.000 Euro abgehandelt werden. Und wie bereits erwähnt, 1,1 Millionen haben wir dieses Jahr gehabt. Über 800.000 Euro sind noch da. Und oft ist es so, gerade bei diesen großen Projekten, dass die erst so kurz vor knapp, sage ich mal, eingereicht werden. Das heißt, das ist immer ein bisschen schwer vorherzusehen, wie viel sind es jetzt am Ende, wie viel bewerben sich da. Und hier ist einfach eben der Aufruf, wenn ihr ein Entwicklerstudio seid und für irgendeine dieser Förderungen, also es kann auch nur die 20.000 Euro Konzeptionsförderung sein, aber wenn ihr noch Interesse habt, ist der perfekte Moment, dieses Jahr noch einzureichen, weil ich sage jetzt einfach mal, es ist zumindest aktuell weniger Konkurrenz da, weil eben halt noch viel Geld da ist im Topf. Aber auch hier keine verbindliche Zusage, heißt nicht, dass ihr genommen werdet. Ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Ich hatte am Anfang oder als wir mittendrin über die Jury geredet haben und diese unterschiedlichen Faktoren, die damit reinspielen. Also es ist wirklich schwer abzusehen, was gefördert wird am Ende. Also da gibt es wirklich so viele Faktoren, die Jurymitglieder, worauf die ihren Fokus legen, aber dann auch manchmal sind auch Sachen beim Antrag irgendwie nicht so korrekt und manchmal ist das wirklich so dieses Zünglein an der Waage, was dann die Entscheidung gibt. Und also selbst wenn ihr sagt, boah, ich habe voll die coole Idee, Kulturtest kann ich abstauben wie sonst was, ja, man darf sich nicht zu sicher sein. Aber trotzdem, ich bin natürlich hier, um es positiv zu bewerben. Also ich, wenn ihr eine coole Idee habt und glaubt, dass das was für euch ist, dann hier der Aufruf, probiert's. Ich würde mich freuen. Ja, genau, das noch so zum Schluss, glaube ich, von meiner Seite. Ja, Leute, ihr habt es gehört. Holt euch die Kohle, sie ist da. Ihr müsst nur danach fragen. Genau, ich werde alles verlinken. Ihr könnt euch bei Yannick melden, wenn ihr Interesse habt an einer Förderung für euer Projekt. Und ansonsten werde ich auch nochmal die restlichen Sachen von der MFG verlinken, dass ihr euch alles, worüber wir gerade auch geredet haben, nochmal durchlesen könnt. Und ja. Ansonsten vielen Dank, Yannick, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden. Ich hoffe, dass ein paar Bewerbungen jetzt auch durch diesen Podcast reinkommen. Es ist dann so knapp einen Monat, bevor dann die Bewerbungsfrist abläuft, wenn diese Podcast-Folge hochgeladen wird. Und ich hoffe, dass dann da ganz viele spannende Projekte zusammenkommen. Das hoffe ich auch, genau. Und nicht vergessen, vor Einreichung, eigentlich 2 Wochen davor, müssen wir ein Gespräch führen. Ist auch noch wichtig. Ja. Gut, dann sollen Sie dich auf jeden Fall auch anrufen. Exakt, genau. Da bin ich, habe ich auch immer ein offenes Ohr für und ich freue mich auf eure Bewerbung. Sehr cool. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann, hat mich sehr gefreut. Tschüss.